Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBKSTV und willkommen zu der ersten Episode von Car Guys Paradise, Paradiese für Autoenthusiasten. Und wir sind hier in der Motorworld in München, die vor ein paar Wochen eröffnet wurde. Und da drin sollen extrem viele sehr seltene, alte und neue, teure Autos sein. Teilweise verkauft, teilweise Aufbewahrung. Bin mal sehr gespannt darauf. Und wir gehen in jede Episode von Car Guys Paradise mit einer Frage rein. Und die Frage hier ist, wenn es sowas gibt, sind Automuseen dann überhaupt noch notwendig? Nun, diese Frage beantworten wir in dieser Episode. Also gehen wir nochmal rein. Und sofort nach dem Reinkommen steht man im Showroom des umgezogenen McLaren Münchens und im Eingangsbereich etwas sehr, sehr Schönes. Da hinten, das ist ein McLaren Senna, das wohl schnellste Straßenauto für die Rennstrecke, das man sich kaufen kann. 780 PS aus dem 4 Liter V8 Biturbo und riesiger Flügel, wie man sehen kann. Der ist ungefähr die Größe von einem GT3 Fahrzeug tatsächlich. Und sollte McLaren sich je entscheiden, mit ihren Autos auf der Nordschleife fahren zu wollen, würde dieses hier wahrscheinlich den Rundenrekord für straßenzugelassene Fahrzeuge sofort knacken. Es wird gemunkelt, dieses Auto könnte es um die Nordschleife in ungefähr 6 Minuten 30 Sekunden oder weniger schaffen. Hoffen wir mal, dass McLaren ihre Ansicht ändert und mit diesen Autos doch fährt. Und direkt neben dem Senna ist tatsächlich auch ein anderes echtes Schmuckstückchen, denn hier steht der McLaren Speedtail, das Top-Speed-Monster aus dem Hause McLaren. Selber Motor wie im Senna, aber mit Hybrid-Unterstützung, 1000 PS und einen Top-Speed von über 400 km/h, auch dank dieser extrem langgezogenen Karosserie. So ein bisschen wie ein 80er-Jahre LMP-Auto fast. Die Sitzposition bei dem Speedtail ist tatsächlich in der Mitte, so wie beim alten McLaren F1, und er hat 3 Sitze, also ist er fast praktischer wie ein normales Auto. Schaut mal her, wie es hier steht. Das ist der originale BMW 507, den Elvis damals gefahren hat. Den hat er tatsächlich zu seiner Zeit in Deutschland von Hans Stuck, dem Rennfahrer, gekauft gehabt und ist damit dann so weit rumgefahren. Als er dann wieder nach Amerika ging, hat er das Auto mitgenommen und hat es später rot lackieren müssen, weil auf dem weißen Auto die ganzen roten Kussmünder und Nachrichten für Elvis drauf waren. Und irgendwann ging das Auto dann verloren, es war verschollen, wie man in dem Film ja auch sieht. Und es wurde dann vor ein paar Jahren wieder gefunden, als Scheunenfund, wurde hergebracht und in den originalen Zustand wieder zurückversetzt. Man muss sagen, das ist der Zustand, wie er ihn damals gekauft hatte von Hans Stuck. Aber der 507 alleine ist einfach ein traumhaft schönes Auto. Mittlerweile um die 2 Millionen Euro wert im guten Zustand. Und dieses Exemplar ist wahrscheinlich unbezahlbar mit der Hintergrundgeschichte. So, schaut mal her, wir sind jetzt in der Mannhardt und Brabus Abteilung und anscheinend auch in der Pininfarina Abteilung, denn hier steht ein Pininfarina Battista. Das ist ein Auto, das ich tatsächlich schon mal gesehen habe und das ihr auch schon gesehen habt beim Genfer Autosalon Video. Gibt mir wieder einen Grund, den zu verlinken. Aber dieses Auto ist wirklich beeindruckend. Es ist ein rein elektrisches Hypercar mit bis zu 1900 PS Allrad, wiegt auch nicht so viel. Auch was mir bei diesem Auto ganz besonders gefällt, ist, das ist das Anniversario-Modell, oder hat es zumindest das Anniversario-Paket drauf, denn es hat diese ultra coolen farblichen Akzente außenrum
mit blauem Kohlefaser. Also das sieht richtig cool aus. Ich glaube, der ist nicht ganz günstig. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Preis um die 2,5 Millionen Euro. Aber was erwartet man für ein 1900 PS Auto? Also beeindruckend, was wir bisher gesehen haben an Hypercars. Und wenn ich mich nicht ganz irre, dann steht da hinten ein anderes Hypercar. Aber ganz anders. Denn ich glaube, da steht ein Senvo. Wie ihr wisst, bin ich ein Riesensucker für Supercars und das hier ist wirklich ein extrem brutales Supercar. Das da ist der Senvo TSRS, eine Weiterentwicklung eines dänischen Supercars. Und das ist wahrscheinlich das Auto mit den brutalsten Features überhaupt. Dieses Auto hat einen 5,8 Liter V8 Motor mit fast 1200 PS, aber das ist tatsächlich nicht das brutalste an diesem Auto, sondern das da. Dieser Flügel ist voll einstellbar und stellt sich beim Bremsen und bei Kurvenfahrten quer. Also richtig brutales Ding da. Aber es ist beeindruckend, wie viele Supercars hier stehen. Gefunden habe. Das da ist ein 1973er Bond Bug. Sieht ein bisschen aus wie ein Reliant, passt auch gut dazu, ist nämlich auch genau wie der Reliant ein Dreirad. Aber das Coole an dem hier ist, erstens der Name, das Ding heißt Bond Bug, also wie James Bond. Frag mich, ob der jemals so ein Ding gefahren hat. Und zweitens, man sieht es hier im Bild, er hat eine große Koppel, die nach vorne aufgeht. Also noch cooler geht es ja wohl kaum. Wollte schon die ganze Zeit so ein Ding sehen und auch eins haben. Da stand mal einer zum Verkauf, also genauso wie der da. Und ich fand den so putzig, wollte den mal haben. Aber naja, 25.000 Euro für ein Dreirad, das umfallen könnte, das ist wahrscheinlich nicht so gut. Das war es hier bei der Motorworld hier in München. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde das Ganze so ein bisschen als Erlebniscenter bezeichnen, denn es ist eine schöne Mischung von modernen Supercars, aber auch ein bisschen alten Sachen mit dabei. Es ist tatsächlich noch nicht ganz fertig. Es sind immer noch Bauarbeiten da drin, also wird immer mehr noch dazukommen. Würde ich euch empfehlen, hierher zu kommen? Ja, auf jeden Fall. Die Supercars, die hier drin waren, waren echt beeindruckend und teilweise Sachen, die ich selber noch nicht gesehen habe. Aber ist es denn wirklich ein guter Ersatz zu Museen oder sind Museen überhaupt noch notwendig? Ich würde sagen ja, denn eine Sache, was hier nicht angesprochen wird, ist die Geschichte von den Autos und dafür sind Museen einfach immer noch gut. So, das war's mit dieser Episode von Car Guys Paradise, Paradiese für Autoliebhaber. Ich verabschiede mich mit einem Dallara Stradale hinter mir. Bis zum nächsten Video. Ciao.